Ja, hallo und herzlich willkommen zu Myst Online Uro Live. Heute haben wir wieder Samstag, beziehungsweise für euch ist es ja Dienstag. Und Genau. ja, wie man schon hört, wir sind heute nicht alleine hier. Wir haben einen Besucher, eigentlich unseren hauptsächlichen YouTube-Zuschauer. Hallo, Servus. Johnny Greenhorn im Spiel und auf YouTube halt Johannes. Genau. Und natürlich das, Yeah. was da noch so mit daneben steht, hier Torius wie immer, auch mit dabei. Ja. So, Mental. der Kommentator. Wir werden heute ein Showcase machen. Also Johannes wird uns ein bisschen was hier noch, was über Uro Online, ein bisschen was zeigen, was wir halt noch nicht rausgekriegt haben. Uns dann vielleicht auch bei Mintkata helfen. Vielleicht, schauen Vielleicht, wir mal. dass wir das dann doch durchaus mal beendet kriegen. Ja, das ist ja wirklich eine harte Nuss, das muss man schon Ja, sagen, ja. richtig, Wahnsinn. richtig. Und jetzt sehe ich aber gerade. Ja, okay, alles klar. Ja, dann werden wir uns heute ein bisschen, beziehungsweise wir spielen heute Touris und Johnny ist der So Tourguide. ungefähr. Ja, und dann werden wir uns das ein bisschen umschauen lassen hier. Und ja, dann darfst du heute uns mal ein bisschen einführen in die tieferen Geheimnisse von Uro Online. Nicht sexuell gesehen. Wenn ich das überhaupt kann, ja. Also jetzt will ich euch immer erstmal den Kuppelraum zeigen, den ich vorhin angesprochen habe. Ja, wir folgen unauffällig und stellen dann nur dumme Genau. Fragen. Ja, genau, beziehungsweise ich stelle dann die dumme Frage, ob ihr das schon gesehen habt oder nicht. Ne? Also ihr seht mich ja wahrscheinlich, wie ich da, genau, Sind hinter da dir. rum. Sehr gut. Also diesen Kuppelraum habe ich gemeint. Ach so, den, ja, gut, das Und ist ja. hier, genau, und hier gibt es diesen Stone, den ich vorhin gemeint habe. Und da findet man immer mal so ein paar Exemplare. Das ist ein bisschen so wie Ostereier suchen in diesem Spiel. Und funktioniert meistens nach dem Prinzip, wir kehren alle Ecken aus. Und dann findet man immer an den Rändern, also hier ist ja auch so ein Rand, hier so ein Geländer, Viehzeug. Da findet man dann meistens solche Barrow-Stones, genau, oder Barrow-Stones. Genau, und das führt uns in die Stadt hier. Allerdings in die private Instanz, ne? Also den findet man immer ziemlich als ersten, den Barrowstone, aber mir ging es eigentlich jetzt mal um die Barrowstones, die man so in Al'Ghurra, also in Al'Ghurra findet. Wir könnten natürlich jetzt auch auf diese Art und Weise durch diesen Stein da durchgehen. Dann sind wir halt, dann sind keine anderen Zuschauer da sozusagen. Wenn ihr wollt. Also Ja, wenn das aber privat ist. sozusagen privat. Und was ich euch an der Stelle noch zeigen wollte, man kann hier einen, manchmal ist hier unten noch so eine Share, hier so eine Share-Instanz und das habt ihr nicht lesen können, weil die Yisha so eine lustige Handschrift hat, so eine kalligraphische. Das heißt Sharebook, das findet ihr auch in euren Büchern. Da, hier, ne? Hier steht Sharebook. Also das soll Share heißen. Das heißt, man kann sich auch auf die Art und Weise einander einladen. Ne? Aber das ist eigentlich ziemlich egal. Also wir können hier. Torius? Ich bin da. Also, ich meine, du hättest auch rein können, aber ja, machen wir so. Ist eigentlich ziemlich schnuppe, dass privat ist. Ich hoffe, wir landen. Stimmt. Ich hoffe, wir landen in einem demselben. Ja, ansonsten müssen wir gleich über den Nexus nachkommen, wenn es dann geht. Ja, genau. Also ihr habt ja gesehen, das ist einfach, hat keine Share-Funktion. Die wäre bei den Barrow-Stones sonst unten rechts zu sehen. Okay. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Ich komme mal wieder zu euch ins Bevan. So ein Schmarrn. Na gut, aber kann man nicht wissen. Muss man ausprobieren, ne? Ja, richtig. Wäre ja nicht das erste Mal bei uns. Ja. Dass wir von Instanz zu Instanz springen. Obwohl, das ist ja jetzt eigentlich hier diese Scan-Geschichte.
Ja. Ja. So, Moment. Oh, da gehen wir mal wieder zurück nach. Da kommen wir doch. Ja, genau. Zum Springen oder so. Zum Eingangsbereich. Sorry. Macht nix, Das macht war nix. eigentlich nicht so intended. Ja, gut. This wasn't intended. Also ich kann nicht sagen, ich habe hier ganz schön Englisch studiert hier. Während des Spiels. So, Private Links, genau. Weil man unterhält sich ja meistens auf Englisch und das ist auch sehr cool, weil kann man noch was dazu lernen. So. So, Manuel, wo bist du? Coming. Achso, okay. Gut. Dann müssen wir das irgendwie anders machen mit Aigura. Wie haben wir das denn Beziehungsweise. gemacht, Manuel? Wie waren wir denn zusammen nach Agora gegangen? Ich bin jetzt da auch völlig überfragt gerade. Ich glaube, das geht über einen Public Link. Alright, richtig. Ja, genau. Eine andere Möglichkeit wäre, ich lade euch zu mir ins Relto ein und dann gehen wir in das, in mein Buch, über mein Buch rein. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten. Also wir können es auch gerne über den Public Link machen. Dann machen wir es über den Public. Ja, über Public. Okay, jeder quasi in sein Relto und dann. Wieder Nexus. Ach, warte mal, das Nexus ist auch hier. Ja, Stimmt. wollte mal sagen, wir haben Das ja ein Nexus ist auch hier. Nexus-Buch auch hier irgendwo. Righty, genau in dem Raum, wo wir gerade gestanden. An der Stelle kann ich euch noch was Ah ne, sagen. City Locations ist das, nicht Public Links, genau. Stimmt, City Location. City Genau. Locations. Und da machen wir Tokoda Alley, würde ich sagen, weil das ist dann ungefähr da, wo. Also ich habe nur Ferry Terminal und Library Courtyard. Ach so, da müsste das andere noch. Nachladen, dann machen wir Library Courtyard. Genau, dann machen wir Glaube, Library Courtyard, das hat nämlich. Continuum Genau. nicht. Achso, Ein gut, dann machen wir Zweifelsfall Ferry kann ich ja Terminal. darüber laufen, das ist ja nicht so die. Ferry Terminal. Machen wir Ferry Terminal, weil das haben wir dann alle. Übrigens, das ist. Nein, ihr seid gerade nicht da, dann zeige ich euch später. Passt. Dann mache ich auch mal ein bisschen Nexus hier. City Locations, Ferry Terminal. Ja, also. Es gibt von diesen Link, es gibt so quasi Nexus Link in Stations in der Stadt. Ich glaube, das ist auch nicht zu viel verraten. Vielleicht seid ihr ja auch schon eher dran, mal dran vorbeigelaufen. Und da gibt es insgesamt so ein paar Stück. Also halt. Ich will ja nicht. Ja. Fernbedienung. Angeblich mit 10 Mann besetzt. Ja, richtig. Stimmt. Ja, vielleicht. Ich meine. Hallo. Müssen wir schauen. Wir waren ja letztes Mal auch in derselben Instanz, wo wir bei der Bibliothek waren. Dich daran Ja, erinnerst du dich? richtig, richtig. Ja. So, Ferry Terminal. Also es könnten welche auf der Plaza rumstehen, aber es macht ja nichts. So. Ich bin hier. Ja, wir sind wieder hinter dir. Ach so. So. Dann Wurden von X angetextet. Der dann. Story Wink, End Continuum. Shora ist übrigens das Hallihallo, so auf Dani, weil die haben ja eine eigene Sprache. Das heißt, sollte da irgendjemand Shora schreiben, dann ist das so Hallo. So, hier ist es leider ziemlich dunkel und man sieht schon, hier wäre eigentlich auch so ein Stone, ein Stein, ein Steinchen, wo man sich einlinken könnte und dann wäre man in einem anderen Age. Genau. Aber ist leider nicht da. Also manchmal kann es passieren, dass es das manchmal nicht da ist. Also haben mir die anderen Spieler auch gesagt. Ist also quasi dynamisch im Aufbau. Si, Signore. Okay, da hat mich schon wieder jemand erkannt. Ich schreibe mal kurz zurück. geht's. So, die hat jetzt gerade eine Private Message von mir gekriegt. Das kann man übrigens auch machen. Eine Private Message schreiben. Wir laufen jetzt einfach zum nächsten Stein. Oh, Stein der Grafikfehler, Weisen. Grafikfehler, Glitches. Oh. Glitches. Bad.
Richtig. Ah, jetzt geht wieder. Scheibenhonig. Okay, Ist ein ich muss wenig. dann. Vor allem ist es so cool, wie die Avatare sich immer auch gegenseitig auf den Füßen stehen. Haben sich ganz lustige Situationen. Also hier können wir auch mal reingehen später. Das war mal ein Pub, also, aber da gibt es eigentlich leider nicht so viel zu sehen. Carlo Pub, also weil dieses Gebäude hier, das heißt nämlich Carlo, also hier da oben drüber, das ist Carlo. Schreibt sich wie die Malerin. Kahlo. Ich glaube, ich muss Und mal. Ah, jetzt geht wieder. okay. Oder? Naja, ja, doch. Und Boah. das Carlo Pub ist das, was wir da eingebrochen, eingestürzt sehen. Ich glaube, diese Ecke ist Glitschig. sehr, sehr, sehr glitschig. Also, Oh nee, schade. Warte, ich So. reiß mal eben noch mal zurück ins Okay. und komme dann wieder rein. Ist doch recht, sehr fraktal, würde ich sagen. Fraktal-Engine. Ja, richtig, es ist sehr fraktal. So, dafür muss ich das Nexus hoch. Mit Polygonen, oder? Das waren wirklich Polygone, also das ist. Man kann hier auch mit sogenannten Bots spielen und dann sind manche Situationen auch wirklich sehr polygon. Also ich war da letztens in der Kleft gestanden und dann war da so ein Polygonschatten auf dem Sand. What were you recording? So Du hast in der richtig. Vergangenheit gesprochen, das ist ziemlich unklug. Wenn wir gerade noch dabei sind. Achso, ja. Stimmt. So, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurücklatschen. Also, ihr könnt ruhig warten, ne? Also, das macht gar Nein, nichts. ich bin Ja. schon ganz woanders hingelaufen. Ja, das macht Ganz das woanders. macht gar nichts, wenn ihr auf mich. Oh. Schon wieder voll weg. Geglitscht Es hier. macht aber auch nichts, wenn wir nicht warten. Also irgendwie ist das. Wow, Party. Die Minkata-Glitches waren letztens auch sehr amüsant. Also nicht, also zwar nicht für dich, aber für mich, den Zuschauer. Also das ist echt Party hier. Oh nee. Ich glaube, manchmal hat das hier auch Party-Alarm bzw. ADS, ne? Ja, da Also müssen wir. Aufmerksamkeit. Eigentlich müsste ich doch eigentlich auch über einen anderen Weg zu euch kommen, ne? Wenn ich außen rum laufe. Ja. Ja, weil mich anscheinend ist diese Ecke da prädestiniert dafür. Okay. Vielleicht auch wegen Wasserspiegelungen oder so. Also damit habe ich eigentlich Keine weniger Ahnung. Probleme, aber es ist halt Das ist diese. manchmal. Aber das ist auch das erste Mal, dass ich jetzt wirklich solche Probleme hier habe. So. Look pretty. So, Ja, englische Sprache, schwere Sprache. dann versuche ich jetzt mal auf einem anderen Weg darüber zu kommen. Was natürlich durchaus etwas komplizierter ist. Ah, wir machen dann auch schön Cheers, wenn du kommst. Ja, die Frage ist, wie komme ich denn hier eigentlich wieder weg? Weil ich bin ja eigentlich schon Gar nicht. ganz, ja, ich bin ja ganz unten. Komme ich vom Ferry-Terminal eigentlich? Doch, da ist der Durchgang. Okay. So, jetzt bin ich am Wasser. Wahrscheinlich kann ich da unten durchlaufen. Also es ist sehr, sehr seltsam hier. Nee, da komme ich nicht hin. Ferry Terminals. Ach übrigens, gut, das sage ich gleich nochmal, aber Tori, sage ich schon mal, dieses Tor, was wir da sehen, das hat ein
Typ namens Kerat, also Kerith oder so, oder Kerath oder sowas ähnliches, aufgebaut. Und deswegen heißt es The Great Gate of Kerath. Also so von wegen genießen Sie die Aussicht und schauen Sie nach vorne, so ungefähr. Also, das scheint wirklich nur der, die Treppe nach unten scheint der einzige Weg hier runter zu sein. Dann muss ich da jetzt wohl durch. Augen zu und durch, ne? Augen zu und durch. Also jeder, der jetzt gerade zuguckt, bitte die Augen geschlossen halten. Natürlich, Epileptiker sind jetzt, ja, zack. Jo. Oh nee, ja, ja, sind am Rotieren, Okay, jetzt. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Es ist eher so, es ist ja bei mir gerade so ein Blindflug hier, ne? Ich kann so schemenhaft vielleicht. Oh nee, bei der Nora, bei der Nora Leonard. Doch, bleib stehen, renn gegen die Wand. Also ich könnte das vielleicht auch nochmal testweise. Aber, ja, genau. Yep. Okay, alles klar, jetzt habe ich das gefixt. So. Okay, super. Jetzt machen wir das hier. So, wo seid ihr denn? Wow, stopp. Ja, anscheinend kann ich den. Funktioniert das hier nicht unbedingt im Fullscreen? Okay. Das ist alles etwas. Doch nicht. So, warte. Ich muss, schade. Ich muss hier mal. Ah, ich habe was gekriegt. In ein Gebiet. Wahrscheinlich ist das bei dir, weil hier so viele Leute sind. Das kann natürlich sein, aber das ist abartig. Das ist echt, das ist übel. Bin ich überfordert. Schade. Wow, grün, orange, braun, durchsichtig. Ich sagte ja, Proberunde, ne? Ja. Also, jetzt geht's. Wenn man sich langsam bewegt, dann. Das ist wie mit den Glühwürmchen. Ja, das ist wie mit den Glühwürmchen. Wenn man sich langsam bewegt, dann geht's. Ja, das sieht. Denkt sich die Katze ja übrigens auch, wenn man sich langsam an die Maus heranpischt, dann merkt man es nicht. Ah, okay, alles klar. Yay. So, ja, der Platz ist voll, quasi. Ja, da stehen so etliche. Oh. Und diese also ich kenne Barney Rabbit oder wie auch immer. Dann kenne ich Mir ganz gut. Aki kenne ich ein bisschen und über den einen oder anderen bin ich schon mal drüber gestolpert. Und Ex eben, wie gesagt, auch. Und Fedikin, glaube ich. Mit Abby Normal habe ich mich mal kurz unterhalten. So von wegen auch so, Entschuldigung, ich bin auf deine Füße gelaufen. So. Die Art. Ja, genau. Nora is making a movie, but done. Das finde ich ziemlich cool. Okay, gut. Bitte folgen Sie mir. Da. Auf Englisch so schön where, wie. Also folgen ist schwierig. Ja, doch. Ach, da geht hier runter. Da. Also, ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen, wenn man alle Ecken auskehrt und man kann hier auch noch ein bisschen Ecken auskehren, obwohl die Straße eigentlich gerade so endet, ja. Das heißt, man kann da runterstiefeln und da findet man nämlich was. Und das ist zum Glück immer da, weil sonst hätten wir uns die Mühe umsonst gemacht. Man muss ein bisschen graxeln. Also, so, und jetzt Taurus nach, nee, Continuum, Entschuldigung. Nach rechts, von mir aus gesehen. Genau. Und da ungefähr, wo Torius ist, da unten dürfte irgendwas sein. Also, wenn man ein bisschen guckt. Oh ja. Genau. Ich wollte nämlich, dass ihr das selber rausfindet. Also, dass ich euch nicht allzu viel dazu verrate. Irgendwie. Und da ist jetzt was? Ich sehe gar nichts. Ist ein bisschen versteckt. Ein Ach, Stone so. Ist Stofffetzen. Da. Ein Stofffetzen, genau. Gibt es verschiedene Ausdrücke dafür. Ja, dann. Und da kann man. Da kann man auch rein. Aber wir können uns das auch erstmal anschauen und dann kann man sich das überlegen, wie wir das am besten hinterher machen. Ob wir uns da gemeinsam reinlinken oder einzeln oder wie auch immer. Ja, vor allen Dingen müsste ich eigentlich mal aus diesem Zeitalter hier raus, weil das ist mit Aufnahme, das ist. Oh, okay, verstehe. Verstehe. Nicht noch mehr. Ja, das ist. Antun, gell? Das ist ein schöner Teppich hier.
Ah, nein. Bisschen verpixelt. Auch und übrigens so zum Lustig, ihr seid gerade synchron nach hinten gegangen. Also hier gibt es auch nochmal so ein Buch zum Nachladen. Also zum Laden in die ins Ein Nexus. Nexus. Genau. Das heißt dann Tokota Alley. Und ist eigentlich immer so der Zugangspunkt für die Plaza da oben. Dann werden wir das mal eben. Gut, ey. Muss ich das Buch eigentlich betreten oder muss ich das nur anklicken? Man Ich kann tut euch sehen. die Hand, man tut das Key in den Schaft da rein. Und dann Link has been added to your Nexus. Und dann kann man vom Nexus aus da wieder rein, so wie für Ferry Terminal. Oder Das wie bei Key Tauris in schon den. Lab Record hat und so. Boah. Ah, okay. Deswegen müssen wir das Buch nicht betreten, das ist das ganz normale Nexus, was man immer Ah, benutzt. einverstanden. Okay, hat geklappt. Jo. Genau, diese Säulenhalle ist ja lustig, weil die wird kaum benutzt. Ich meine, so viel Platz gibt es hier auch nicht, aber trotzdem finde ich lustig. Die Leute stalken hinter den Ja, Säulen. genau, ich sehe euch. Ne? Ja. Ah, da ist noch jemand. Dominik. Ja. Ah, okay. Okay, ich kann jetzt durch Wände gucken. Hast du einen Röntgenblick, Cheater? Ja, aber What heck? richtig. Also es ist sehr fraktal im Moment, ja. Es ist, es ist sehr fraktal. Sehr froh, dass es keine Mandelbrotmenge ist oder sowas, dann wäre es eine Spiral oder so, ne? Also, da, sorry, aber ich muss erstmal zurück in meinen. Da Oh. kriegt man nämlich schwer Augenkrebs, wenn man sich das angucken muss hier. Okay. Tippst du hier ständig? Chattest du mit denen oder nicht? Ja, teilweise. Also. Solange ich ja Zeit habe, ne? Weil wenn ich euch einen Showround mache, dann habe ich ja nicht viel Zeit zum Tippen, also nur so ganz kurz immer. Und deswegen gab es vorhin auch die Confusion mit der Mir, dass ich Where geschrieben habe und eigentlich We Are gemeint habe, ne? Ja gut, dann lassen wir das Zeitalter erstmal außen vor. Okay. Weil das doch Genau, das ist Taka, mit Kater. Mentaka, genau. Mentaka, 7 Sterne, Mentaxa. Also ich hoffe natürlich, dass das dann irgendwann funktioniert mit Aiora und naja. Ah, wir müssen gleich noch eine Gedenkminute einlegen, Ja, ne? richtig, wir müssen noch die Gedenkminute. Kommt, danke ja auch noch, ja. Übrigens, Taurus, da oben hängt jemand am Felsen. Man kann ein bisschen Felsenkletterei betreiben. Muss man aber nicht. So. Nee, aber es ist ganz lustig, wenn die Leute dann auch in der Gegend rumhängen, also so in Miderde. Das ist jetzt. So, was als nächstes? Wieder zurück nach Bevin oder? Ja, genau, doch, weil ich wollte euch nämlich die Kuppel noch ein bisschen zeigen. Also diesen Link-In-Point da. Gut, dann eben zum Nexus. Ja, ich bin schon Genau, wieder können in wir dieser jetzt. Kuppel drin. Ah, sehr gut. Dann kommen wir Warte direkt schon. dazu. Wir können übrigens Dings benutzen, ne? Wir können jetzt Tokota können wir jetzt benutzen. Ah ja, da ist er schon. Übrigens ist hier Closed. sehr nach Buildings, nach den Gebäuden sortiert, weil Tokota ist nämlich das Gebäude oben drüber. Wird Classroom. auch Oh. wird auch noch mal in andere Beziehungen. Ich glaube, ich seid schon oben auf dem Dach gewesen. Seid ihr schon da, wo die Teppiche ausliegen, da oben auf dem sehr breiteren? Nee, genau. Ja, richtig. Wo Das er den darf ich. Bauarbeiter hinkriegt. Genau, da habe ich auch sowieso Ja, nur eine richtig, Frage. Was genau. haben eigentlich diese Links da eigentlich zu bedeuten? Man hatte zwar diesen Aussichtsplattformen, dann irgendwo landet man irgendwo am Ja, Ende der Welt auf der Karte. genau. Es ist wegen dem, was du schon mal gesagt hattest, ganz am Anfang und wo ich dich letztens mit Teamspeak darauf hingewiesen habe. Das ist Vicia di Marcas, ne? Ah, ah, okay. Gut. Genau. Das heißt, da das ja so eine Art vorsintflutliche GPS hier ist, also Steampunker mögen mir bitte verzeihen, dass ich vorsintflutlich gesagt habe, weil hier gibt es ja so ein GPS, so ein ziemlich aufwendiges Maschinchen. Und
das hat dann überall so Markers an manchmal unmöglichen Stellen und eben auch da oben ein Dach drauf. Alles wartet auf dich. Ja. Wir könnten mal das da machen. Es soll jetzt ein bisschen, unvorhergesehene Sachen passieren immer mal. Aber wir gehen jetzt mal da rein. Warte mal, kann ich das scheren, das Buch? Aber wir sind das gewohnt so. Nichts ist beständig wie die Änderung, ne? Ja, genau. Ja, genau. Jetzt könnte es natürlich sein, dass wir da auch in einem eigenen Age dann landen. Aber das Buch kriegen wir, ne? Müssen wir eigentlich, oder? Das Buch, nee, ist kein. Das kriegt man leider nicht. Nee, das aber ist keine Hand drauf. Wir können es auch so machen. Es gibt einen Public Place, der, also das ist auch eine Hood und die heißt Ida Dellins Hood. Also Ida ist, wie der deutsche Name Ida, das ist, das meint Garten. Ne? Also dieses Ding hier ist ein Garten Age. Und ihr wart ja schon mal in zwei Garten Ages, das war das eine war Gira und das andere Kimo. Mhm. Und das ist ein weiteres. Und das, da gibt es eine Hood dafür und da kann man sich dazu dritt dann treffen. Also das könnten wir zum Beispiel machen. Ja, dann müssen wir zurück in den Nexus, ne? Ja, genau. Aber hier gleich praktischerweise Nexus-Buch wieder liegen. Gut. Geht nicht so viel Zeit drauf, durch rumrennen und so. Wie ist das jetzt, Eda? Delin, D-E-L-I-N, Delin. Ja, Eda, Delins Hood, da. Oder Delin. Stimmt, ich war da unten, bitte von unten bei mir in der Liste, bei Public genau. Links. Ja, genau, hat nichts mit Delin Drugs zu tun. Das ist ja Dachni oder Dachni. Bevin. Eda, Delin. Slogan Hood. Eda Dellens Hot, ja. Genau. Was aber. Leute, benutzt du keine Maus? Ich? Ich? Ja, du hättest ja, dass du mit Touchpad spielst. Ja. Oh. Oh mein Gott. Na! Aber ich könnte eine Maus anschließen, wenn euch das beruhigt. Okay, jetzt bin ich. Aus wie das andere. Richtig. Soll das so sagen? Dellin. Jeder Dellin zu. Ja, ich bin jetzt wieder im Social-Bereich. Also in einem kleinen Social-Bereich. In der Bevin quasi. Ja. Bevin, ja. In Bevin, ja, genau. Und das heißt ja dann immer Hut. So. Genau. Also, wieder dasselbe. Das ist nämlich so. Diese Garden Ages, die haben ja so eine Gruppenbewandtnis. Habe ich auch schon mal angedeutet, die löst man auf bestimmte Art und Weise, sage ich jetzt mal so. Stimmt, das Ding hier ist anders, das Garesen. Das Band. Genau, das Stainglass, wenn du das, die Bleiverglasung gemacht. Das sind so Bleiverglasung. Ja, die sind manchmal anders gestaltet, weil das. Könnte halt sagen, Kirchenfenster. Ja, genau. Also, wenn ich das mal so richtig verstehe, diese Hoods, weil wir sind jetzt quasi Zeitalter im Zeitalter. Wie normal, ne? Ja, richtig. Und diese Hoods, die Bücher, die in den Hoods sind, linken quasi in das nächste Zeitalter, aber auch geshared miteinander. Richtig. Also okay. In den Hoods, das sind halt auch so, also die Hood ist ja eigentlich Bevin und Bevin ist ja ein kleiner Teil von Aigura. Liegt ein bisschen abgeschieden, glaube ich, irgendwo. Liegt ein bisschen abseits. Okay. Ja, und es schneit. Genau. Und ihr habt ja auch schon diese komischen Seiten eingesammelt, wo der Continuum ziemlich wild drauf rumgeklickt hat, in der Hoffnung, er könnte Marke ein- und ausschalten oder so. Ja. Und die geben halt dem Relto immer Goodies und so weiter. Auch diese Seite hier. Ich gehe mal kurz drauf. Kannst nehmen. Achso, ja. Ich habe sie nämlich schon. Welche alles habe, genau. Oh. Er hat alles.
Oh. Ja. Blum. Also der Avatar hier, der hat schon alles durchgespielt. Das ist ja nicht so. Ich meine, wie gesagt, ich habe das Spiel ja auch auf unkonventionelle Art und Weise gelöst, nicht so schön wie ihr. Sondern, Google ja, hilft, ne? durchgecheatet. Ja, aber ich war schon, ich kann als Entschuldigung sagen, ich war schon in der Storyline sehr drin. Also ich bin ein großer Fan von, ja nicht großer Fan, aber ich bin einigermaßen Fan von Fantasy-Sachen. Also nicht Fantasy, ihr wisst schon, was ich meine. Ein bisschen Durchcheaten hier. Tolkien-mäßig. Ja, da ist nichts. Man kann sich übrigens auf diese Bänke auch draufsetzen. Das ist sehr lustig. Na. Ja gut, ein bisschen Spielerei, aber. Immersion ist das Zauberwort, ja. Immersion. Genau. Und jetzt mit Immersion. der Slash kalt kannst du auch deinen Charakter zittern lassen. Nee, Ja. das geht ja. Aber ich kann cringe. Ey, warte mal, ich kann cringe machen. Warte. Das ist sich so schütteln, das kann man machen. Aber frösteln geht, glaube ich, nicht. Stift Ja, habe ich genau. vergessen, das ist ja ein erstelltes Zeitalter. Es schneit zwar, aber es ist jetzt nicht kalt. Das Wasser hat einfach einen viel höheren Taupunkt. Ja, genau, richtig. Man fragt sich immer, ob was kalt ist oder nicht. Sorry. Aber Okay. schön ist sind diese Tücher, genau. Und Dran vorbeigelaufen. das ist. Man muss die übrigens nicht drücken. Wir müssten. Und jetzt. Egal. Alles gedrückt. Genau, alles drücken, Was ist der entdrücken. rote Knopf? Drück. Ich glaube, der rote Knopf, denke ich. Also Ja. diese, ja gut, das fällt ja sofort auf, weil das sind ja keine Hände, sondern halt nur wirklich ein einfaches Symbol. Tribals. Ja, das. Genau, es ist quasi ein Tribal, ja. Und hier gibt es nochmal Oder auch so eine Spirale. Cootie-Page. Da zaubert man sich die Bank in sein Relto. Oh, das ist schön. Genau, Bank da habe ich kann noch man sich ein nicht. bisschen Kann man endlich mal sitzen. Es hat zu lange gedauert. Ja, genau. Genau. Und hier geht's wieder Vorne war eine zurück, ja. Tür, habe ich gerade gesehen. Bitte, was hast du gesehen? Eine Tür. Hier Ah, links. genau, eine Tür. Klapp, 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 klapp. Wenn man barfuß Wow. rumläuft, dann macht es gar keinen Sound. Upsa. Ich verpasse die Tür immer. Genau, hier ist er. Ich laufe dir doof Da ist noch so ein hinterher. Ding, ich muss es noch drücken. Was wo? Ja, stimmt, genau, in dem Baum. In dem Baum gibt es noch einen. Richtig. Obwohl das keinen Statusfortschritt zeigt, ne? Nee, genau. Das Was? war, was ich euch neulich ja schon gesagt habe von die Landau 3000. Hallo, die Landau 3000, falls du dir das irgendwann mal anschauen willst. once again in Englisch. Ah, genau, er hat drauf gedrückt. Und was könnte Da das denn drunter, jetzt Bro. sein? Was könnte das denn jetzt sein, was die Tribals schauen ja unterschiedlich aus, Wahrscheinlich muss ich dann drücken, wenn es das ist, was das auf den Lappen ist, wahrscheinlich. Richtig. Und wie viel Kombination Lappen an der 1. Wand, wie viele Tücher an der Wand habt ihr gesehen? Hier. Es sind aber 8. Dann müssen wir noch suchen. Es sind 7. Ja, es sind 7. Und ich hatte ja auch mal irgendwas angedeutet von wegen, die muss man auf bestimmte Art und Weise lösen und das ist, glaube ich, jetzt nicht mehr schwer, wie man die löst. Also, ich Warte mal, möchte ich mich habe ja ein gar bisschen nicht drauf geachtet, macht was nichts. passiert, wenn man die drückt, was dann Gar angezeigt nicht, wird. glaube ich. Da kommt Go, Ne, genau. alles ist dasselbe Symbol. Ja, genau. Also, das heißt, wir sind jetzt so summa summarum nach Adam Riese, wie viele Leute? 10. Ja, genau. Aber du hast es schon angesprochen, auf was ich raus wollte. Ich möchte nämlich nicht, dass die Lösung hier in dem Video vorkommt. Also nicht unbedingt. Das heißt, man muss schon noch ein bisschen denken. So Ich kann es ähnlich mir aber wie. denken, das, Ja, was wir genau. gesprochen. Ja, okay. Ja, Genau. ja, ja. Die Leute, so wie der Computer das macht, damit man sieht, dass. Also so ein Codier-Verschlüsselungssystem, dass man sieht, dass da ein menschliches Gehirn gedacht hat. Also so wie viel gibt 3 plus 7 zum Beispiel? Ja, also die Lösung andeuten, aber dann irgendwie noch erfordern, dass die Leute dann die, er ist ein bisschen kompliziert jetzt gerade, dass die Transferleistung erbringen und das Video quasi im Kopf zusammenschneiden. Dann
dass ich nicht einen kompletten Lösungssatz sage. Das wollte ich, das will ich verhindern. Ja. Redet ja. Also, ich möchte verhindern, dass die Leute sich das Video angucken und sagen, das ist die Lösung. In zwei Fall so, bist du genau, schuld. Deswegen rede ich in Puzzleteilen. So. Du bist schuld. Ich weiß schon. Nur du. Nein, wie kannst du nur? In 3 Jahren dann so. Ah, hier ist noch eins. Hä? Oh. Ach, stimmt. Ach, da, okay. Ja, das genau. Bringt dir aber nichts. Das, oh. Einfach drauf drücken. Ich sag sie alle. Ach cool. Gerade drück sie all, weißt du? Das Buch hier, das habe ich echt nie verwendet, aber ist cool. Es könnte gut sein, dass wir jetzt dann halt doch wieder DRC und Seite 247 Bevin machen, weil ich glaube, da landen wir im unterschiedlichen, da landen wir glaube ich wieder im allgemeinen Rutsch. Soweit ich das verstehe. Ja, genau, probieren wir es mal aus. Sich aufgelöst. Nein! Und vor allem überall dieser DRC-Stempel da, ne? So, ja. Approved. DRC approved, wie der TÜV. TÜV genau. Ja, da muss ich sagen, also da wird uns. Nee, doch, das ist noch. Ist shared. Das Coole war übrigens, was ich über euch erfahren habe. Auch erfahrene Spieler erfahren ja über andere was. Sehr gut. Juhu. Ihr seid doch auf diese abgesonderte Insel da gehüpft, da oben in Garrison. Mhm. Und dann meinte doch einer von euch, da ist so ein gelbes Ding drauf. Und das habe ich vorher nicht gewusst. Also bei der Insel, bei der Steinstele, bei dem Steinfelsen, da kann man sonst nichts machen, aber man sieht diesen gelben Böppel da. Ach so, ja. Das habe ich vorher nicht gewusst. Und es gibt übrigens hier auch noch eine Kleinigkeit, die man noch entdecken kann. Und ihr seid doch bestimmt schon mal in dem Lichtgarten hier unten gewesen. Dass man da, und ja, Manuel hat auch schon die Lichter oben angemacht, aber... Achso, die funktionieren hier tatsächlich nicht. Ne? Ja, okay. Das die ach genau. Ich glaube, in eurem Private Age ist hier... an der Seite auch noch was, weil hier sehe ich das jetzt gerade nicht. Da ist nämlich auch noch eine Goodie-Page. Hm. Die Sounds sind cool. Ja, nur Lichter gehen nicht. Doch, Lichter gehen. Achso. Ja, die Lichter gehen, aber die haben hier in diesem Spiel leider keine Funktion. das ist doch, sie machen Licht. Yay. Genau, also die Funktion haben sie, ja. Aber so ähnlich wie im ASDF-Video, pointless button. Sinnloser Knopf. Wart ihr schon im Egg Room? Also das ist nur eine Sehenswürdigkeit eigentlich. Wir sind hier mal durchgeströmt. Wart ihr da schon mal nicht drin? Zu Anfang waren wir hier. Ah, okay. Ja, dann kennt ihr das ja schon. Muss nicht heißen, dass wir das schon kennen. Also es gibt hier diese Alkoven, diese kleinen Alkoven und dann ist das so eine Art, keine Ahnung, das ist ein Kunstwerk, glaube ich. Und die Musik hier ist cool. Ja. Eckroom, aber sonst gibt es hier eigentlich nicht viel, bis auf die vorhin erwähnten vor den flutlichen schönen alten Maschinchen, die Frau sind flutlich. Also ich vermute mal, dass das hier aber auch keinen Sinn hat, weil man kann diese Türen nur von innen zumachen. Ach so. Kann das sein, dass vielleicht alle Türen von innen zugemacht werden müssen, damit in der Mitte was passiert? Wirst du wahrscheinlich nicht den kriegen. Weil die gehen nur von innen zu. Wäre eine coole Sache, aber... Dafür brauchst du ein paar Leute. Dafür brauchen wir auch wieder ein paar Leute. Das kann man aber ich vermute mal, dass das wohl irgendeinen Sinn hat. Ja... Weil dieser Streifen hier leuchtet jetzt nämlich auch. Ja, leuchtet er? Hör nochmal auf. Der leuchtet immer. Ich bin der Meinung, der ist gerade oben angegangen. Das kann aber auch sein, dass das eine optische Täuschung ist. Ja, mach du mal, geh nochmal rein. Mal rein. Man kann hier aber sehr schön buddhistischer Mönch spielen, weil die sperren sich nämlich auch immer ein in so ganz kleinen Zellen. Nee, da leuchtet nichts. Macht aber durchaus Sinn, dass das eventuell doch eine Bewandtnis hat mit mehreren Leuten. Ja.
Dass man dann alle zumacht und dann sich geht das Ei auf oder so, keine Ahnung. Also ich würde die These verfechten, schöne Idee, aber stimmt nicht. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das sind die wenigen Sachen, die ich tatsächlich noch nicht ausprobiert habe. Es ist zumindest kein statisches Objekt, das Ei. Muss ich da raufsetzen? Man kann hier vor allem die Musik genießen und so ein bisschen Obertongesang das machen. Hat, das hat, fängt das hat, Ei sich an zu drehen. Das hat so ein bisschen was von so einem so 80er Jahre. Ja, so HAL 9000, ne? Ja, nee, von so einem, wenn man es kennt, so aus dem Rotlichtmilieu, sag ich jetzt mal, ne? Ach so, oh nein. So kleine Kabinen, muss halt hier in den. Ja, oder wie gesagt, was ich schon gesagt habe, so Mönchszellen, ne? Dollar reinwerfen. Also hier natürlich völlig, wie soll ich sagen. Und Torius zieht sich dann aus in der Mitte. Ja. Genau. Ja, gut. Behauptet ansonsten, trotzdem, dass das. Bis auf die, hat. bis auf die Dan, wie hieß denn noch, dieser Lichtkünstler, der dann auch so Neonröhren einfach unten in den Boden reingebaut hat. Dan Flavin, genau. So Dan Flavin Lichtinstallationen sind hier, ist hier nichts drin. Schade. Also bis, ja, schade, ne? Bis auf Dan Flavin Lichtinstallationen. Im Classroom war da, weil das ja auch auf der Tafel steht. Ja, also der Classroom, wie gesagt, da habe ich ja auch mal. Das muss wirklich zu Glanzzeiten muss hier richtig Sachen abgegangen sein. Admins, die hier, ja, genau. Die Schulung gegeben haben und das stimmt. Also. Das waren aber bessere Tage damals. Ja. The Knee Time. Genau. Timekeeping is very different. Ach genau, das ja, richtig. Standarddinger aber auch nicht. Oh, okay. Bei dem normalen ist es glaube ich nicht. Das ist, weil die Uhr steht da glaube ich nämlich auch nicht bei dem anderen, die hier vorne auf dem Platz steht. Ja, stimmt. Die steht manchmal da und manchmal nicht. Es kommt darauf an, welche Ausgabe von diesem, sag jetzt mal, statt Instanz, sag ich mal Ausgabe, welche Ausgabe das von dem Spiel ist. Ist aber missverständlich, wenn ich Ausgabe sage. Weil dann meint man so, ich habe eine andere Spielversion. Sagen wir mal, Versionen des Zeitalters. Genau, sozusagen. Also zum Beispiel Kirell. Ja. Können wir nachher auch noch hingehen? Zeit ist. Im Kirell ist zum Beispiel der Springbrunnen aus. Dafür gibt es ein paar andere Sachen. Ja genau, also von Garrison, ich meine mit den Stained Windows, das hat man kurz vorhin angesprochen, da gibt es halt einfach verschiedene Motive, die da halt abgebildet sind. Und das ist trotzdem ein dasselbe Age gemeint. Mhm. Ich habe doch vorhin von einem Gerät gesprochen, von dem großen Riesengerät, was da eine bestimmte kartografische Funktion hat. Und das ist hier in diesem Dings abgebildet, in diesem Steinglas-Window, ja genau. Deutsch-englische Sprache, schwere Sprache. Gehen wir mal rein, aber warte mal, das haben wir nicht in unserem. Ah genau, aber wenn ihr dieses Buch hier anklickt, dann habt ihr das als Link von der City. Weil das ist nämlich eine City-Location. In eurem Nexus drin. Und ich habe den Faden, ich habe irgendeinen Satz angefangen, ich weiß schon nicht mehr. Ich glaube, wir sind wieder in jeder in seinem eigenen Age drin. Ja, ist auch nur wieder so ein kleines. Genau, dafür. Ach, das ist der Laserstrahl, der durch die Gegend tigert. Si, Signore. Das meinte ich mit bestimmten kartografischen Funktionen erfüllt. Und dazu gibt es auch diese bestimmten Spielchen im Spiel. Mit was ich vorhin bei. Wo habe ich es gesagt? Ach, genau, beim Carlo-Pub habe ich es gesagt. Ja, und sonst auch und so ein bisschen wegen Ecken auskehren, da habe ich auch schon was darüber gesagt. Genau. Und da gibt es auch wieder so ein DRC-Handbuch da irgendwie. Ja, egal. Wir treffen uns mal wieder in 274. Okay, jetzt habe ich hier so ein Punkt. Das kann man hier machen, gar nicht so schön. Das ist einfach nur eine Vorschau. Das heißt Anti-Chamber. Also Antikammer. Oh mein Gott. Ja, und ein Anti heißt ja, hat da verschiedene.
Ah, ne, NT, ich glaube, mit E geschrieben. Also vor. Oh. Zum Beispiel wie bei Gerade was L'Oreal. gemacht. Okay, Papa Anteportas. Man kann da seine Hand wieder reinstecken in das Ja, und Ding. dann leuchtet beim Key was auf. Okay, Und was, es ist welche dieser Farbe? äußere Reifen, der ist sich dann grün gefüllt zum Teil. Und der erste Punkt ist dann auch dunkler. Genau. Ja, das ist besagtes Spielchen im Spielchen. Spielchen im Ja, Spiel. gut, stimmt, ja. Genau. Das heißt, der Torius hat sich das gerade schon reingeladen. Und man braucht es nicht gegen Zeit, keine Sorge, aber es ist halt jetzt eine ständig bleibende Farbe bei deinem Key. Wie man das Okay. löschen kann, wüsste ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, es gehört auf jeden Fall zur Sightseeing-Tour, weil irgendwann kommt die Frage ja bestimmt mal. Ich habe jetzt quasi einen Download gemacht. Ja, richtig, genau. Und das geht, ich liebe dieses Wort, es geht jetzt dekremental, oder nein, inkremental nach oben, ja, also mit den Farben und Ja. verschiedenen Positionen, so. Ja, okay. So, wohin Ich werde da. jetzt? Wie gut, dass ihr meinen Bildschirm nicht seht. Das wäre ein ständiges Auf und Ab und. Nein, jetzt nicht neu starten und solche Sachen. Wohin jetzt? Wieder ins 257. oder so. Oder 274, genau. Ins DRC 274 Berlin. Einverstanden. Genau, also in euer Suchen. Was bedeuten eigentlich diese Nullen dahinter? Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz rausgefunden, aber ich glaube, es sollten ursprünglich wohl mal diese geografischen GPS-Koordinaten Positionen, werden wahrscheinlich. Koordinaten sein, ja, genau. Also es könnte ja Also. durchaus auch eine binäre Das könnte es auch sein. Variationsauswahl. Das könnte es auch sein, richtig. Wäre eine Möglichkeit. Ich mache mal zwischendurch mal ein bisschen Belustigung. Warte mal, jetzt könnten wir mal gucken. Wir waren doch gerade in einem anderen, Ja. in einer anderen Instanz. Und weil dann könnte man nicht immer gucken, ob dieses. Ah, da ist es. In dem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, in der Wandverzierung. In der Wandverzierung drinnen, an der Seite dran, ist eine Überraschung. In der Wandverzierung. Ja, also Boxer so halt eher. angeheftet, ne? Also wie wenn jemand ein Plakat illegal anheftet. Seid ihr lang gegangen? Wir sind unten bei dem. Lichtgarten, Lichtgarten. Ach da. Ich sehe da nichts. Wenn man sich richtig hinstellt und auch die Kameraeinstellung mitspielt, dann müsste man da oben eigentlich das erkennen, was ich meine. Es ist seitlich an der Wandverzierung dran. Also in dem Ah, Altbild jetzt da. stehst du mir voll im Weg, ey. Das interessiert doch die Außenkamera nicht. Ach so, die Außenkamera? Okay. Ja, ich glaube Mit nicht, der dass du in Außen. der Innenkamera großartig da was reißen kannst. Ich stups hier die Pylonen mal eben in der Gegend rum. Es ist ziemlich schwer zu finden, ich weiß. Tut mir leid. Vor allem ist das ziemlich dunkel. Ja, das kommt noch dazu. Das haben eben Höhlen so an sich. Also eigentlich würde man von einem Lichtgarten was anderes erwarten, dass er ein bisschen heller ist vielleicht. Müssen es denn aber auch wirklich? Na komm, Warte außen mal, ich versuche gerade mal. Es ist sehr schwer zu erkennen, aber man kann sich das ja vielleicht geometrisch vorstellen. Die Wand geht nach hinten noch weiter. Also das Objekt, was da an der Wand hängt, am Felsen hängt, ist ja ein bisschen länger nach hinten, tiefer nach hinten. Und man muss sich seitwärts auf diesen Erker hier draufstellen, was ja übrigens Ergebnis einer Steinschneiderarbeit ist hier. Also Ja, warte mal, dieses. da muss ich jetzt mal. Da, so. Anders hingesetzt, damit ich ja vielleicht mal meinen Monitor überlisten kann, von wegen Farbgebung. Ah, okay. Aber, so wie das aussieht. Mann,
sieht es von der Position, wo du stehst, auch nicht. Also man sieht es so, wie ich jetzt gerade stehe. Und wenn man dann so ein bisschen rumscrollt mit links, rechts, da sieht man es vielleicht. Ich weiß gar nicht, was das dann gibt. Welches Ude das ist eigentlich. Da ist zwar eine Vertiefung, aber. Es geht mir gar nicht um die Vertiefung, es geht mir eigentlich um da hinten. Um da hinten. Seht ihr Da, es? da siehst du ja nicht. Mensch. Es gibt, ja genau, ich weiß, was es gibt. Also, Habt ihr es Chris. gefunden? Nee. Also, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu doof dafür, aber. Naja, wir könnt ja noch ein bisschen rumprobieren. Das ist ja jetzt vielleicht Vorführeffekt. Das gibt es ja durchaus auch. Siehst du da was, Manuel? Bei mir ist das ziemlich dunkel dann nach oben hin. Ich sehe da Ah, gar nichts. schade. So war es bei mir bei meinem Laptop auch mal und. Aber ich kann mal den Gamma-Wert hochdrehen, mal Ja, aber ich gucken. sehe auch mit der Maus sehe ich nichts. Nee, das bringt nichts. Schade. Also man sollte sich eigentlich schon ziemlich weit vorne hinstellen, dann sieht man es, glaube ich. So seitlich, also wie beim technisch Zeichnen, wenn man was perspektivisch zeichnet, dann sieht man so eine, ja eben so eine Relto-Page halt. Kann auch eine Seite versteckt sein. Also hier vorne, wir sprechen hier von diesem Pöller hier, der vor mir. Ja, also hier, der hier, ne? Der Der da. erste, genau. Ja, genau. Und Und da an der da, Seite. an der Seite, da wo es so geschwungen nach oben geht, da haftet eine, wie so eine Haftnotiz, also wie so ein gelbes Post-it irgendwie. Also wenn derjenige, der auf die Idee gekommen ist, das da hinzuhängen, ne? Oh ja, das muss da generell Erschossen. mal in Frage. Ja, aber ach komm. Aber das muss ja generell mal in Frage stellen. Dann doch eher vielleicht über die Wahl des Ausgangs in Gerizen sage ich jetzt mal nichts. Ja, aber es ist. Ich sehe da quasi gar nichts. Da ist auch mit der Maus ist da nichts, was ich irgendwie anklicken könnte, weil Tut mir normalerweise leid. die Maus eigentlich ein guter Indikator ist. Also ihr seht ja wahrscheinlich meine Mausposition leider nicht. Warte, nein. Ah, schade. Ja, nee, du Sind siehst doch hier deine eigene. diese Dreiecke drauf. Doch, Dreiecke? die Nee, mal es ist ja als auf das das handelt Muster. sich ja um die es handelt sich um die Seite. Ja, aber die kannst du ja Also doch als Höhlenangabe nehmen. Seitlich richtig, davon. genau, stimmt, da hast du recht. Das ist das unterste Dreieck auf der rechten Seite. Da unten direkt schon. Genau. Vielleicht habt ihr auch zu weit oben geguckt. Das Ding ist ja länger. Das ist durchaus möglich. Die Verziehung ist länger. Das ist unten, aber das ist eine gute Idee, Torius, weil da hängt das Ding. Und es gibt dann Nix. Objekte auf eurem Relto. Ja, es kann es nicht auch sein, nee, dass es von Charakter zu Charakter Unterschiede gibt. Das kann natürlich sein, aber Weil ich hab's ja nämlich in ich einem sehe sie anderen. nicht. Oh, Da ist auch schade. nichts. Nee, ne? Dann Da ist nichts. müsste ich euch auf zur Belohnung fast die Objekte schenken, die es da gibt. Dafür, Ja, dass ihr wir wissen es ja jetzt und beim so nächsten Mal, wenn lange. wir da Ihr könnt genau, vorbeikommen, ja. Ihr sehen wir uns überall das sie mal an. bestimmt nochmal. Los, ja, genau. Also es gibt ja die Relto-Pages leider nur einmal, aber trotzdem. Ja, Mai. Es gibt hier auch noch so ein. Ich bin übrigens da oben auf dem Ich Balkon. bin hinter. Ah, okay, super. Es gibt hier noch. Da seid ihr wahrscheinlich schon gewesen, wahrscheinlich hier drin. Ne? Also das ist so der. Nee, das ist mir auch neu. So ein kleines nicht Amphitheater, aber so ein kleines Theater halt hier. Da liegt so ein Buch mit Gedichten. Also dir ist ja wohl bewusst, dass es ein Spiel gibt, eine Offline-Version sozusagen von dem Spiel. Ja. Also dieser Vorgabe, ich glaube, die hieß To Dani Nie oder so, oder auch Path of the Shell oder sowas. Da kann man auf den Knopf drauf drücken und dann kommt Kauderwelsch aus dem Lautsprecher raus. Das ist so eine frühe Sprachaufzeichnung. Es scheint ein Aufnahmegerät zu sein oder ein Mikro halt. Ne? Ja, also. Oh. Genau. Ey, ich habe was gefunden. Was hast du gefunden? Hier so ein Nupsi. Ach So ein so. blinke Ah, genau. Nupsi. Ja, ein Nupsi, ja, genau. So ein blinke Nupsi. Wir lassen jetzt mal offen, Ah. was du mit Nupsi meintest. Das Blick, zweiter Punkt im. Ja, Genau. genau. Alles hier Genau. Kartografierung, genau. Blinke Nupsi. Richtig.
Genau. Schöne Also Bilder habt Schnupsi da. suchen. Genau. Und es gibt halt so viele, wie du da siehst, dass Kann dann LEDs eigentlich aufleuchten quasi. So, ansonsten gibt es hier eigentlich bis auf Eddie the Beach Ball nichts zu sehen. Und die feiern Marbles. Also das ist Eddie the Beach Ball hier. ja. Ansonsten gibt es hier hinten diese, auch bei mir sehr äußerst dunkle Stelle hier hinten, die dann wieder Ja, zu das muss ich dem. ja, das muss ich noch mal, das kann man ja eigentlich nur immer wieder betonen, dass das hier eigentlich eine richtig geile Engine ist, ne? Ja, Weil stimmt. schwarz ist hier wirklich schwarz. Ja, das Das, ist. Ja, wie die Tunnel, ne? Dem Licht. ja, die sind wirklich, da ist wirklich nichts. Nein, Stimmt, du stimmt. kannst nicht den Monitor heller stellen wie bei Ah. anderen Spielen und dann vielleicht was sehen. Nein, es ist hier wirklich schwarz. Das ist wirklich gut, ja. Also bei Schwarz ist ja immer das Problem, genauso wie Haare bei Animationen oder so. Man kann hier verschiedene Sachen sehen, aber das habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen. Das ist ja ziemlich augenfällig. Das ist ja ziemlich auffällig. So, was machen wir denn jetzt noch? Wir besuchen noch den anderen Garten. Es gibt nämlich noch ein anderes und dazu ist es auch wieder erforderlich, dass wir uns in die Nexus. Public Instance, genau. Bei Garrison, nein. Das finde ich so lustig, dass das Garrison im Nexus heißt. Ups. Go Ja, das ist Garrison ist Denis-Sprache und das ist die Übersetzung in Garrison im Garrison, genau. Englischen. Genau, richtig. Natürlich, unglaublich. Ja. Also ich glaube, aber ähnliche Anlehnungen hat zum Beispiel auch so ein Sprachwissenschaftler wie Tolkien angestellt. Also das heißt, dass sie einen doch an bestimmte Sachen erinnern oder vielleicht auch ablenken sollen, eigentlich. Also bei Herr der Ringe. Das ist schon ziemlich. Delfinshut. Wo sollen wir jetzt hin? Ach stimmt, Entschuldigung, habe ich vergessen. Eder Zogals. Ach, Scheiße. Tsogal. Zogal. Eda Zogals. Da gibt es auch wieder einen Hut. Genau. Zogalshut, genau. Eda Alles gut in der Zogalshut. Hut. Ah ja, genau. Ist aber auch wieder ziemlich weit weg. Aber ja, genau, da ist es. Die eigenen Zeitalter kannst du aber nicht verändern, ne? Die eigenen Zeitalter. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel meins public machen. Genau, und du musst es aber aufgrund der Kartografierung. Oder du darfst es, wenn ich nicht hier so viel spoilere. Nee, das sagen eigentlich die Leute eigentlich nur selber. Sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Man muss die private machen. Das heißt, man muss dieses Buch löschen. Und dann kannst du deine eigene, dann hast du Continuum's Hut oder wenn das ich eh schon gemacht habe, Continuum's Hut und Torius Hut. Ja, aber Und wie bringe ich da jetzt zum Beispiel Veränderungen rein? was meinst du für Veränderungen? Ja, zum Beispiel hier jetzt in dem vorigen Belvin war ja zum Beispiel jetzt auch die Bücher anders. Ja. Die Bücher? Ach so, das muss man leider dem Zufall überlassen. Also man hat Okay. entweder immer Delen oder zum Beispiel, man hat entweder immer Delen oder Zogal drin. Und das ist das Stained Glass Window für Zogal. Also hier mal an Togalwerke erinnert, Schleichwerbung. So, das ist dann auch wieder so dynamisch generiertes. Ja. Ja, genau. Ich bin da immer sehr dankbar für fachliche Einsprengsel, die. So, jetzt wird es gleich Procedural sehr. generated. Es wird jetzt sehr, gleich sehr nass. Also lieber Stiefel aus eingefettetem Leder oder sowas tragen. Jetzt kann man hier. Platsch. Das ist Es ist sehr sumpfig hier. Drücken. Genau, push the button. Schon wieder. Genau. Immer. Diese Spielkinder, ich sag's dir. Geht schon, oder? Ah, habt ihr auch Grausgras oder ist es bei euch grün? Grün. Ja, ich habe Grausgras. Sieht Ja, das nicht ist deine schlecht Brille, die aus. ist beschlagen. Es sieht nicht schlecht aus, aber es ist halt grau, ne? Oh, schade.
Ach, der nix. Ist ja nicht das Problem. Also irgendwie habe ich auch den Eindruck hier mit der VM stimmt auch irgendwas nicht. Das ist. Und hier hinten gibt es ein Gott sei Dank leichter zu findendes, finden ist. Also auf dem auf der Steinstele ist wieder sowas. Das sind Säulchen. Das heißt, ihr habt dann ein ziemlich verändertes Relto, wenn wir dann jetzt hier das in wenn wir dann jetzt hier das beenden, also die Goodie-Fahrt sozusagen, dann dürft ihr euch an einem neu eingerichteten Relto freuen. Ja, ich muss sagen, das ist wahrscheinlich dann auch wieder hier dasselbe Prinzip wie in dem letzten Garten. Ne? Genau, ist es. Ja, Ja, okay. genau. Ist es. Und was gibt die Relto-Seite hier wohl? Gras? Genau, ein bisschen Nee. Gras. Aber nicht zum Rauchen. Nee, genau, nicht zum Rauchen. Eins, zwei. Warte mal, wie viel? Warte mal, wie viel? Oh, ich häng fest. Oh Ich nein. häng. Doch, geht. Wie viele Seiten gibt es hier eigentlich? Ich Eins, zwei, glaube. Du vier. meinst du Ja, weil Dings ich meine, ich habe nur fest? drei Seiten gesehen. Stofffetzen? Es gibt schon ein paar mehr noch. Also es gibt am Treppenaufgang da oben gibt es einen Ja, okay, dann. Dingsbummel. Du hast jetzt fünf gezählt. Ich habe auch welche drauf gedrückt. Also dann historisch übrigens gab es von einem bestimmten König einen Garden Binge. Das heißt, er ließ dann Gärten anlegen. Und das kann man, glaube ich, in dem Buch nachlesen, was da oben in Kimo oben auf so einem Felsen drauf hängt. Da kann man das, glaube ich, nachlesen. Schomat, glaube ich, ist der. Oder so. Der Also hat. sechs Stück sind hier, sechs Seiten habe ich gezählt. Ich kann es jetzt auch mit Sicherheit nicht sagen, wie viel. Aber es müsste eigentlich so Teil der Vollkommenheit irgendwie sein. Ja. Fünf, Hier hinten ist nämlich zum Beispiel auch noch eins. sechs, Da. sieben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ne, sieben müssen sein. Also wenn die blinke Das sagt ja Animation auch der. schon, die kleinen Kreise um den großen Ja, Kreis herum. genau. Und das ist halt bloße Kombinatorik bzw. bloße einfache Mathematik irgendwie zu folgern, was es dann so mit 7 und so und der Verteilung dann irgendwie auf sich hat. Ne? Genau, jetzt gibt es praktischerweise auch wieder ein Nexus-Book, nicht ein Nexus. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, was wir als nächstes noch machen. Es ist 16:31 Uhr mal so. Ja, wir haben jetzt eine Stunde vier. Ja, genau. Müsst ihr sagen jetzt, dann richte ich mich gerne nach euch. Ja, also wenn du sagst, dass das eigentlich so diese Haupt-Sightseeing-Punkte war. Ja, also man könnte ja noch. Warte mal, wie war das noch? Sieben, ja, ich Nee. habe alle sieben gefunden. Ah, cool. Also, doch, ich möchte euch doch noch ein bisschen was zeigen, damit ihr dann auch im Spiel ein bisschen weiterkommt. Aber nicht voll cheaten. Also, was eh schon in eurem Nexus noch drin ist. Vielleicht habt ihr es ja auch schon selber rausgefunden. Ich glaube noch nicht. Gehen wir mal wieder in unser Nexus. Und The Watchers Pub. Und ich habe jetzt gerade so vor mich hingedacht, ob wir da alle dann wieder zusammen da landen. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube schon. Glaub schon. Dann zum The Watchers Pub. Hat nichts mit Watchtower zu tun, Gott sei Dank. Was damit auf sich hat mit The Watcher, das kann ich auch noch sagen. Vor Ort und Stelle, weil da nämlich was vom Originales von Watcher ist. Also eine Originalhandschrift. Oh. Maschinengeschrieben. The Watchers Pub, das ist eine City Location, ne?
Genau, ist eine City Location und das wusste ich vorher auch nicht. Sehr lustig. Greeters Pub. Genau, weil du dir ganz offensichtlich schon das T-Shirt von dem Guild of Greeters angezogen hast, gell? Mal irgendwann. Also jetzt erstmal so The Watchers Pub. Genau, The Watcher. Oh, das ist aber Genau. ganz schön groß, ne? 200 Maximalpopulation. Ja, übrigens in die Hoods kann man auch mehr Leute einladen, obwohl die kleiner ist als die City. Und die City selbst kann nur 50 Leute aufnehmen. Warum auch immer. Weil. Ja, genau, richtig, weil. Ah, ja, okay. Ja, wir sind alle zusammen. So, eine Sightseeing-Tour geht erstmal nach oben. Frage mich allerdings, wo man hier die 200 Leute lassen will. Ja, das frage ich mich auch. Es ist ein bisschen voll da. Übereinander. Oh, der Knopf Ja, geht nicht. der Knopf funktioniert in einer anderen Spielversion. So, das sind die Originalbücher von Watcher. Sehen schon ziemlich sehr esoterisch aus. Und da steht auch ziemlich viel so Kram, also so Visionen und so Zeug drin. Und das hat eben der Watcher aufgeschrieben. Und in der anderen Spielversion sind die direkt auch im Relto drin, die Bücher. Und hier liegen sie halt schön, wie im Museum, liegen sie hier aus. So quasi als Nur angucken, Reminiszenz. nicht anfassen. Don't touch, don't touch. I said Wenn du es no. berührst, genau, wenn du es berührst, No, don't don't even think about. Ja. touch. Schön ist übrigens hier auch, seht ihr mich? Ich bin, genau. Hier, das ist der Tree. Das ist so der Höhepunkt von, ich glaube, Path of the Shell oder sowas war das. Das ist hier der Tree. Also weil die Yisha, die sagt ja auch die ganze Zeit, in the tree will grow und sowas. Okay, jetzt habe ich gespoilt für ein anderes Spiel. Also, Ich werde es wegschneiden. erwähnen. Wegschneiden. Nee, aber ich habe gesehen, hier gibt es noch Ja, genau, das ist eigentlich das zwei, Wichtige. Das ist das, was ich euch eigentlich zeigen wollte. genau, zwei Bücher für die für das Reeltu. Genau, es geht Bücherregal. tatsächlich für das Retro-Regal, genau. Das eine ist es sind eigentlich zwei sehr lange Ages. Also da hat man viel Spaß dran. Hoffentlich keinen Frust. Wie funktioniert das jetzt mit dem Sharebook? Da habe ich anfangs immer schon Achso. irgendwie das bei mir nie funktioniert. Wenn das funktioniert, dann gibt das hier so ein Buchsymbol. Ja, habe nie Und dann, herausgefunden, worauf ich das anwenden kann. du kannst den Continuum oder du kannst mich oder wie auch immer, wir können uns gegenseitig da in die Bücher einladen. Das heißt, Wo, wir wo ist das Symbol? an der Seite, auf der Einbahnseite unten, also Sharebook, also hat die Yisha mit Tinte hingeschrieben. Da ist eine Hand einfach links und Das rechts, sind also zwei außen Hände, drauf. genau. Das Ah, sind zwei Hände. Sharebook, okay, Genau. ja. Und dann werden die, wenn das klappt, wenn es aus irgendeinem Grund nicht klappt, das hat leider auch schon gegeben, dann hält der eine Avatar dem anderen das Buch hin und der berührt es dann. Es muss dieses aufgeschlagene Buchsymbol auftauchen. Warte, ich probiere es gerade mal, ob ich gerade machen kann. Ich schere jetzt das Buch mal. Versuche mal das Buch mit Continuum zu scheren. Hat leider nicht funktioniert. Ah, ich war, glaube ich, nicht nah genug dran. Ja, warte. Ich habe mich nicht getraut. Nein, Quatsch. Da musst du immer so auf Tuchfühlung gehen, ey. Ja, eben. Die Der kriecht quasi. Ah ja, jetzt kriegt das Buch auch hingehalten. Ja, richtig. Genau, und Also, jetzt. und dann wären wir quasi beide dann drin in dem Genau. Zeitalter. Ah, einverstanden. Genau dafür ist es da. Und ich muss jetzt irgendwie Escape machen. Ja, genau, deswegen. Gut, genau, wir machen das jetzt erstmal so. Ihr kriegt nämlich das Buch dann jetzt auf euer Bücherregal, wenn wir da kurz reingehen. Das heißt, wir gehen jetzt kurz rein. Landen hoffentlich alle in dem gleichen? Nein. Nö, nein. Hättest du es Aber. ja scheren müssen. Nein!
Stimmt. Ich habe immer noch das aufgeschlagene Buchsymbol als Mauszeiger. Oh nein, es leckt, es ruckelt und ich will weg. Und ich habe immer noch das aufgeschlagene, jetzt nicht mehr. Können wir gleich nochmal bei dem anderen Buch ausprobieren. Genau, stimmt. Hast recht. Mintaka. Metaxa, Mintaka, ja. mein Kater. Vulkania-Abkömmlinge. Mein Kater, mein Kater. Das müssen wir nämlich auch noch machen, Rüdiger. Hast du schon wieder verpennt. Was nicht unbedingt. Watch us, Bob. Ich bin in. Ich rede von der Denkminute. So, Sneef. Ach so, Ai, hurra. Ha. Sorry. Sound mute, sound resumed. Oh, kein Buch mehr. Doch da. Rechts. Die Dreierbereich. Oben dieses Das heißt, eins von den beiden Zeitaltern wird zwei Bücher behalten, beinhalten. Kann das Ja, sein? richtig, das ist richtig. Genau. Das ist gut gewesen, ne? Wie Jetzt. Eda, Kimo und Ida, die sind tot. Gira? Genau, Gira. Genau, so, die hängen ja auch ein bisschen drin. Ich sage euch natürlich auch gleich, wie die Level heißen. Und jetzt versuchen uns gleich bitte erstmal das Buch auch zu scheren. Oh, ja. Dass wir zuerst weg sind, damit er herkommt. Genau. Also wieder der. Wieder der Raum, wo an Gold und an Silber Versilberung nicht gespart wurde. Ja, genau, deswegen der Tipp für Leute, die ins Spiel einsteigen, immer Bücher sammeln. Das heißt, dass man wenigstens mal den Zutritt in die Ages-Schulen, in die Ages hat. Jetzt versucht dieses Buch mal zu scheren. Mann, ja, genau. Und irgendwann reicht es ihm und dann geht er selbst von vorne. Geht's ja selbst von. So. Immerhin, andere Spiele können das nicht. Stimmt. So, jetzt mache ich mal Continuum hier. Moment. Ich muss irgendwie näher rangehen. Weil das Buchsymbol bekomme ich nämlich schon. Ja, danke. Vielleicht funktioniert so. What happened here? Ich glaube, wir müssen tatsächlich voreinander stehen. Sorry. Und jetzt müsste die Animation. In mich reingestiefelt. So. Jetzt heißt dasselbe nochmal. Stell ich euch ein bisschen. Genau. Okay. Sagt ja, das ist echt schon geil. Ah. Hat's funktioniert, Tori? Also, besser. Genau. Also, diese beiden Level haben äußerst esoterische Namen. Das eine Das heißt. ist eine Falle, kommen wir nicht mehr raus. Nee, ist es nicht. Genau, Anone, genau. Also stimmt, das ist Ich ja war es nicht. die. Anone. Nichts gemacht. Die Tür ist von alleine Wobei, aufgegangen. glaube ich, An. Ja, genau, richtig. Die Tür muss auch Oh, offen sein. Sensoren. Ja. Genau. Und ich weiß nicht, was jetzt passiert, wenn wir das Buch
Ah, cool. Wenn wir das Buch benutzen, ob wir dann zu dritt in der Instanz landen, aber es kann gut sein. So, und wenn wir dieses Buch drücken, dann habt ihr auch das andere Buch auf eurem Regal. Da kann man nicht Share drücken, also das müsste dann so funktionieren. Wenigstens habt ihr es dann schon mal auf dem Bücherregal. Oh. Ja, wir sind leider in einem anderen Age. Also ich bin hier. Ach so. Ja, cool. Das ist nämlich jetzt wirklich so spielerabhängig. Das heißt, ich bin. Das ist jetzt doch ein klein wenig gecheatet für euch, weil das sieht nämlich erst anders aus. Wenn man das erste Mal spielt, dann sieht das anders aus. Ja, genau. Not, gehen wir halt über einen von uns beiden noch mal rein. Ja, genau. Dann sieht er das ja, wie es dann ausschaut und so. Genau. Secret Tunnel, Tote Warte mal, ja. Cloud. Machen wir doch noch mal. Warte mal. Hier ist es ein bisschen trist. Lass uns doch noch mal kurz im irgendwo treffen, wo es ein bisschen schöner aussieht als hier. Ah. Oder? So zum Spielabschluss irgendwie. Ah, genau, stimmt. Das ist eine gute Idee. Zeig uns mal deine Butze. genau. Butze. Oh, Herbstbäume und Gras. Genau, sehr gut, ja, und das. Und Und eine Bank. eben the Bench, ja, genau. Warte mal, wie mache ich das denn jetzt? Ich hätte jetzt gerade Sharebook machen können, aber. Ja, wir sollten uns dann vielleicht noch mal im Dingsbereich treffen. Zu 174, ja, genau. Das ist sozusagen die 274. Ausgabe von Berlin. Oder vom Oft DLC schon Berlin. kopiert. Kein Wunder, dass das so labbrig Ja. ist. Genau. Du willst aber nicht wissen, in welcher Kopie ich bin. Schonermäßig. So. Ich bin schon die ganze Zeit am. Nein, aber ich. Spoil nicht. Nicht spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern. Was mir beim ersten Mal spielen hier im Chat immer auf hier passiert, da habe ich dann. Kein Spoiler! So, haben die anderen dann netterweise, Gott sei Dank, gesagt. Bin gleich da. Ja, Kirell, da gibt es eigentlich nicht viel. Also, ich meine, da gibt es halt diese unterschiedlichen Infostände quasi von den einzelnen Gilden. Halt ein T-Shirt aussuchen dann. Genau. So, also, Da Sharebook. ist ihr Bock. Zeig mir dein Reltor. Und ich sag dir, wo dein Auto steht oder so. Haha, schlechter Witz. Hat's funktioniert. Warte mal. Ja, hier muss man echt immer. Ah, Quatsch. Tschüss. Seiten miteinander verwechselt. Ich bin in der Zeile. Genau, ich bin in der Zeile verrutscht. So, das Ich kann mir ist so schon wie beim. vorstellen, wie das so einigermaßen aussehen wird. Wie beim Entschuldigung. Finanz. Ja, achso, ja. Na. Er kann sich schon So. vorstellen, wie es aussieht. Ja, weil hier war gerade ein Bild von einem Reeltuch an dem einen Monitor. So, kann sich nur noch eine Stunde machen. So wie in einem Finanzbericht. Ich habe einen Null einfach zu viel angehängt. Nur so von wegen, ich bin in eine Zeile verrutscht. Nein! Gravierende Auswirkungen. Ja, aber Ja, die Viewer. Die Viewer. Also es sollte tatsächlich auch bei mir vorkommen, dass ich manche Sachen einfach nicht weiß von diesem Spiel. ja.
Obwohl, hier fehlt das Gras irgendwie. Ah, da ist er wieder. Ah, super. So, jetzt nochmal mit Share hier. Und nicht mit dem Bild daneben. So. Ich glaube, wir stehen auch nah genug bei. Ja, super. Oh, jetzt hat er sogar eine Animation. Yay. Ja, willst du? Guckst du? Brauchst du? 1A-Stoff. Oder sehen Sie sich meine Zigarrensammlung an. Das Buch ist aber ganz schön verformt, wenn er das aufklappt. Ja, ja. Ganz schön labbrig. Ja, wurde ja auch schon oft benutzt. Also, ich frage mich sowieso, die Sachen halten ziemlich gut durch eigentlich. Bootssteg. So. Genau, Bootssteg. Monitor. Komisch, ja. Noch ganz schön viel Unkraut hier, ey. Heißt in der Spielbeschreibung Lush Green. Das Ding sieht aus wie ein Kua-Ul-Trinktransporter. Und die außerirdischen Pflanzen hier, ne? Ah, die Penispflanzen. Genau. Und der Kerzenhalter, die Torte ist auch fertig, ne? Oh, und Magical Orbs hat er auch. Plong. Und man kann hier auch seine Füße wieder nass machen. Aber das habt ihr ja auch schon. Ihr habt den Wasserfall ja auch schon. Der ist in, genau. Bin hier was gedrückt, was passiert? Man kann versuchen, seine eigenen Bilder irgendwie. Ach, du hast den Music Player gedrückt, genau. Das ist ein Music Player. Da seid ihr in der Kadish Gallery, also in der Stadt, seid ihr da rumgestanden. Und man kann sich durch das Drücken von diesem. Wenn ihr den Player habt, ja. Wenn ihr den Player habt, dann kann man sich in einer bestimmten Age laden. Dann kann man damit dann die. Oh! Kacke. Macht nichts. Nee, du musst wieder in die Hütte rein, bevor das Ding weg ist. Nein! Ja. Es ist gleich. Mach nicht. Nein, du weißt nicht. Aber noch was anderes ist in der Hütte. Genau, da kann man nämlich die Musik wechseln. Aber auch nicht. Also. Genau, richtig. Das ist ein Music Player. Und wenn du dieses Spiel, was du gerade spielst, noch weiter spielst, dann könnte es sein, dass du da irgendwie. Naja. Wie gesagt, ich will nicht spoilern. Also, der Teppich übrigens. Ach, den Teppich habt ihr ja auch, weil ihr wart ja schon in Chemo und habt euch den Teppich schon geholt. Genau. Und das Dach ist auch neu hier oben. Irgendwo gibt es so einen Rooftop und so. Ach, doch, Gereason, da gibt es noch eine Kleinigkeit. Ihr seht doch hier diese. Diese Dinger da. Und auch die Steine da rumliegen. Die kann man sich in Gereason noch holen. Verraten! Ich hab's verraten. Naja, gut. Tragisch. Und die Dinger hier, jetzt hoffe ich, dass ich nicht abstürze. Ah, ist passiert. Scheiße. Sagt man nicht. Diese Inseln, ja, die gab es da an der einen Stelle, wo ich es euch vorhin gesagt habe. Ah, der hat sogar die Denis-Uhr. Sind wir jetzt in verschiedenen. Nee, ich bin einfach wieder. Genau, die Denis-Uhr, richtig. Ja, da kann man dann auch, wenn einem gerade langweilig ist, dann kann man da auch Inselhopping machen, wenn man das möchte. Die Bäume, genau. Aber fällt auf, bei dir regnet jetzt gar nicht. Genau, den Regen, da hat der. Was wolltest du sagen, Continuum? Achso. Ja, genau. Sonst wäre ich jetzt sonst wo. Also ich bin ja gerade runtergefallen von der Insel. Ne? Also.
Genau, und der Torte und so, ne? Mit den Kerzen drauf. Und das Feuerwerk, wie du siehst. So halbwegs. Das hast du, du hattest am Anfang auch schon in deinem Reltebuch rumgedrückt, Continuum, und da kann man die Sachen ein- und ausstellen, genau, richtig. Ja. Und das Sonnensystem, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon irgendwo geladen habt, weil die Metterschlinge, die habt ihr ja schon, weil wenn ihr Dings gelöst habt, Kadesh-Julissa, dann Ja, habt ihr das ja, genau. Und die Feuer-Ahornbäume, die habt ihr jetzt gerade aus Dillinn gekriegt, genau. Die waren das da. Glaube faszinierend, ich. dass das Ahornbäume sind, so Ich erdliche glaube, das sind so, Ahornbäume, so zumindest von genau. den Blättern her. Ja, Feuerarm ist, glaube ich, noch dunkelrot. Und hier steht eben die Bank, aber die habt ihr auch schon gesehen. Und ja, genau. Das Ja. Spiel cheatet. Stell dich mal im Baum und lauf von nach links und rechts. Na. Es cheatet. Guck mal nach oben ins Laub rein. Es cheatet. Übrigens, ich bin mal so, also wie ich jetzt gerade stehe, also im realen Leben habe ich geschlafen und dann habe ich den Avatar so mit dem Gesicht in den Blättern drin stehen lassen, ja. Der wird sich wahrscheinlich auch gedacht haben, ja, Scheißendreck, was soll denn das, ja? Scheißendreck. Ja, gut, schön. Ja, ich Ja. sag Abflug, ne? Gerne. Ja. Erhellend auch. Ja, also wie gesagt, da habe ich ja schon einen winzig kleinen Satz noch dazu. Es gibt ja diese verschiedenen Pfadigen, genau. Es gibt Pfeilchen. Ja gut, eine Sache will ich euch doch noch sagen. Und zwar sind hier doch so vier Bücher noch. Ja, stimmt, da können wir noch mal Das ist kurz. auch noch recht leer, eigentlich. Ja, aber du wirst lachen, das ist, naja, ein ziemlich heftiges Spoiler-Gefahr jetzt gerade. Deswegen sage ich jetzt mal nichts. Aber es gibt hier diese vier Bücher, dieses grüne. Und dann daneben das Pastellblaue, das Wüstenfarbene und das Blaue. Seht ihr das? Und die haben alle unten so ein Kreissymbol. Also, genau. Habt ihr die euch schon geholt eigentlich? Die gibt es in Aigura. Und, warte mal. Das machen wir jetzt gerade doch noch zum Schluss. Ich share das Buch mal mit euch. Dazu muss man diese Klappe hier oben hochklappen und dann kann man das Buch rausnehmen. Dann können auch andere Leute das Buch rausnehmen. Das ist noch, auch noch eine Möglichkeit. Das heißt, ihr könnt euch gegenseitig in euer Relto einladen mit der Share-Funktion, die ihr jetzt kennt. Und dann kann der Continuum zum Beispiel dem Torius dann hier die Bücher dann kredenzen, veranlassen, dass er da auch mit reinkommt. Und machen wir mal zum Test dieses eine Age. Warte mal. Ich glaube, ihr kriegt es dann sogar schon als gratis Geschenk von mir noch in euer Bücherregal. Ah. Genau. Die haben nämlich auch wieder dieses Händchen-Symbol. Ah, cool. Genau. Don't touch, don't touch. Und hier gibt es nämlich auch noch ein Goodie. Also es war nicht ganz zufällig, dass ich euch hier reingeladen habe. Hier nochmal die Leiter raufklettern auf dieses. Ja, sorry, Macht es ist keine sehr. Innenansicht, das ist pervers. Es ist dunkel! Ah! Keine Innenansicht ist viel schlimmer. Oh nee. Nee, oh nein, ihr seid nach unten gegangen. Nach oben meinte ich. So ganz nach oben. Auf einen von Sag diesen. nicht ihr, wenn's nur einer war. So. Genau, Ich hier bin gibt's. gut genug Entschuldigung. Verzeihung. Da unten gibt's halt so ein. unverschuldbar. Unverzeihbar.
auf irgendwas auf Lebenszeit verwirkt oder so, gell? Ja. Für immer. Ja. Oh wei. Genau. Das sind die sogenannten Pod Ages, weil wir befinden uns in einem Pod, P-O-D. Und davon gibt es halt derer vier. Genau. So. Wieder. Ja, genau. Die Farmen funktionieren mit dem Strom einschaltet. Und das kann man tatsächlich dann unten machen. Genau. Ich glaube, dann gehen teilweise die Luken auf, obwohl die hier schon. Ah, sehr gut. Genau, dann gehen da teilweise ich die gemacht. Luken. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Man muss es wieder ausmachen, fairerweise. Aber danke, dass du es angemacht hast. Warum musst du es ausmachen? Weil. Alle Knöpfe drücken. Genau, da kommen Tiersounds. Ah, also ein Zoo quasi. Genau, also das sind ja so Beobachtungsdinger hier. Mit Tarnvorrichtung. Ja, richtig. Weil erste oberste Direktive. Also Pod auf Englisch. Kapsel, genau, Kapsel. Das sind Kapsel-Pages sozusagen. Pond heißt doch sowas wie. Nee, Pod. Pond ist Teich. Pond ist Teich, aber Pod. P-O-D. Pod. Pod Ages. Also, ja, das macht Sinn. Ein iPod, so wie das aussieht hier. Richtig. Aber gemeint ist halt Kapsel. Genau. So, und jetzt scheren wir wieder. Jetzt schere ich wieder das Buch. Und dann machen wir im Relto jetzt wirklich die Verabschiedung. Aber das muss ich euch doch halt noch zeigen. Oh. Ah, jetzt hat es funktioniert. So. Nächster bitte. Genau. So, Massenscheren. Massenabfertigung. Ja, genau. Hat auch das schon mal versucht, wurde so das Reeltuch voll zu knallen mit Leuten? Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Also man kann ja auf, alle möglichen Ideen, wenn einem langweilig ist und mal irgendwie bis nachts um drei irgendwie Müsst spielt oder so. Ja. Ja, sehr schön. Also wie gesagt, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Und dann verbleibe ich erstmal als weiterer Zuschauer. Ne? So. Genau. Gerne. Sehr gerne. Das Showcase, keine Ahnung, irgendwas, ja. Ist sehr schön. Vielen herzlichen Dank. Auch also gegenseitig, ganz meinerseits. Dann. Ja. Kann man noch mal eins machen, ne? Das wäre schön. Obduction? Ja. Ja, macht nichts. Obscura ist auch ein geiler Titel. Ja, warum nicht? Gut. Ja. Ja, genau, die ersten waren auch ziemlich lang. So. Genau, auf Wiedersehen. Und Synchronized Jumpen oder so. Nee, Quatsch. Okay, ciao. Ein schönes Wochenende, genau. Genau. Ja, richtig. Dienstag. Okay, freue mich. Alles Gute. Ciao. Tschüss.